Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum 10. Resident Evil 3 Let's Play. Ja, Freunde, es geht weiter. Wir sind im Krankenhaus, heute Folge Nummer 10. Aber das bedeutet nicht, dass ein Stunden-Special kommt, denn das Spiel geht nicht mehr allzu lange. Wir haben bestimmt nur noch 4, 5 Folgen vor uns und das wird auf jeden Fall noch richtig spannend werden. Ich finde, das Spiel bisher wirklich ist eine 8,5 von 10, also ist wirklich sehr, sehr geil. Es macht übel Laune. Wir haben in der letzten Folge Jill das Heilungsmittel überreicht. Haben wir es ihr eingespritzt, aber nicht auf der Art, wie ihr es kennt, sondern ganz normal. Und jetzt machen wir weiter, denn jetzt ist der Kollege gekommen und die wollen die Stadt explodieren mit Raketen, Maketen und so. Und deshalb gucken wir mal, was da jetzt abgehen wird. Jill gelingt es im Alleingang, die Kreatur zu besiegen, aber nicht ohne Schaden zu nehmen. Im Nachspiel des Kampfes wird sie mit dem T-Virus infiziert und verliert das Bewusstsein. Carlos kämpft sich zu Jill vor und bringt sie zum nahegelegenen Spencer Memorial Hospital. Carlos muss im Krankenhaus einen Impfstoff finden, aber was einst aus der Heilung gewesen ist, ist jetzt kaum mehr als eine Brutstätte für Zombies. And there we are back. We are back in the Krankenhaus Main Station Center und erwarten hier die Gegner. Alter, meine ganze Vorratssammlung besteht aus Heilpflanzen. Habe ich hier keine Kiste? Doch. Ja, aus Heilpflanzen. Ey, Leute, ganz ehrlich, können wir verstauen. Wir haben, guck mal, wie viel wir haben. Wir können das auch noch kombinieren, Digga. Ich schwöre, ich bin... Langsam wird das hier zu Breaking Bad, Alter. Ich habe nur noch Drogen in meiner Tasche hier. Was ist das? Katastrophe. Aber sie sollte sich eigentlich... Ihr sollt angeblich die Post los sein jetzt, Freunde. Hallo? Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was die abgeht. Ich versuche, die Fensterrolle zu schließen. Je weniger Eingänge, desto besser. Wie machen wir das? Ich versuche, das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Halte mir so lange vom Leib. Oh mein Gott, was ist denn da? Ich dachte schon, jetzt kommt wieder Mr. X. Oh-oh. Alles klar, Bruder. Okay, jetzt fängt der Spaß richtig an. Ach du Scheiße, was soll ich denn jetzt hier machen? Was ist das? Zünder? Zünder, was soll ich mit dem Zünder? Bruder, was soll ich denn jetzt hier machen? Warte mal, erst eine Pistole nehmen. Alter, nur einen Schuss brauchen die, dann sind die weg. Warte mal. Wie soll man das denn hier schaffen gerade? Ich bin gerade völlig überfordert, ne? Bruder, ey, das ist Katastrophe. Lad doch nach. Oh, oh. So, die haben wir auch. Egal, ich verschieße von mir aus die ganze Munition. Scheiß drauf. Solange wir alle holen. Hä, es sind ja gar nicht mehr so viele. Weil wir müssen irgendwas mit dem Zünder machen. Sie kommen durch die Tür. Ja. Ich helfe doch. Was soll ich machen? Wo soll denn der Zünder hin? Ja, es werden ja immer mehr. Freunde, wir müssen jetzt safe was machen. Nur ich übersehe es gerade. Wir haben gerade auf jeden Fall einen Zünder bekommen. So, wir gucken erstmal nach, ob ich diesen Zünder irgendwie aktivieren kann. Ein Zünder für die Verwendung mit C4 Sprengstoff, ja. Der ist sogar Batterie, Materie, alles drin. Das heißt... Alter, was sollen wir denn hier machen? Wo soll man das reinstecken, die Scheiße? Hier vielleicht? Nee. Warte, hier liegt... Oh mein Gott, hier liegt ja... Alter! Liegt ja alles, was man braucht. Ich glaube, wir müssen einfach nur doch wirklich nur überleben. Das ist ja easy, Alter. Ich will mal diese Stelle auf der höchsten Schwierigkeit sehen. Das ist bestimmt so schwer. Der Nelson hat mir geschrieben, der hat das auf der höchsten Schwierigkeit gezockt, Freunde. Oh mein Gott. Was ist das denn? Und bestimmt war das überhaupt nicht einfach, Alter. Das hinzukriegen. Hey, warum lösen die sich so komisch? Hey, warum, was ist das denn? Warum zerspringen die so komisch? Okay, da kommen die schon mal nicht rein. Wenn die mal schlauer werden, würden die vielleicht auch mal hier rüber gehen. Aber nein, das machen die nicht. Finde den Schalter, er muss irgendwo sein. Finde den Schalter, er muss irgendwo sein. Okay. Na gut. Was für ein Schalter? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein! Ey, wenn er mich jetzt so umbringt, ne? Hab ich keine Granate aufgehoben? Alter, woher kommt diese verdammte Scheiß-Echse daher? Nein, nein, nein. Oh Gott, Alter. Das hab ich. Ey, jetzt habe ich doch zu viel hier. Ja, klar, Bruder.
mein Gott, verpiss dich. Verpiss dich. Digga, Exynos Max. Da liegt eine Tasche. Gürteltasche, ey. Die kommt ein bisschen zu spät. Oh, oh, oh. Jetzt kommen die von allen Seiten, Alter. Jetzt wird's ekelhaft. Ich brauche hier eine scheiß Granate, Digga. Nimm die. Oh mein Gott, hier sind 1000 Granaten. Warte mal, erstmal ganz ruhig. So, wir nehmen erstmal das. Alter, der bringt mich. Oh Mann, ich verstehe das nicht. Manchmal ein Schlag, ich bin weg, ey. Okay, Leute, das immer wieder. Exilus Maximus ist da. Eieiei. Ey, die Stelle ist überhaupt nicht einfach, Digga. Wenn er mich wieder jetzt holt. Okay, komm. Oh, meine Nase juckt hier. Ich hasse das, meine Nase juckt. So, Nase juckt. Lass mich schnell hier rein. Nimm die scheiß Gürteltasche. Alter, wenn er mich jetzt wieder direkt holt, ne? Das darf nicht sein. Alter, ich schwör's dir. Verpiss dich, Mann. Ey, lass mich doch einfach alle mal in Ruhe. Nein, ey, guck mal, was macht der da? Ey. So, der ist jetzt geblendet. Jetzt kriegt er eine dicke Handgranate von mir. Bam. Let's go, der müsste weg sein. Jawohl, Uwe, der ist weg. Alter, war das Krampf gegen den hier. Boah, guck mal, wie viel der rumliegt. Das ist einfach zu krass, ne? Warum juckt meine Nase gerade so extrem? Da ist doch ein Schalter. Ist das hier? Jawohl. Und es werde Licht. Aber wo einer herkommt, kommt safe noch mehr her. Ich sehe schon, komm. Ey, sollen die Türe da in Ruhe lassen. Ist fast geschafft. Ja, und gleich kommt Mr. X. Ich sehe schon, komm. Gleich kommt safe Mr. X. Ja, so Stellen liebe ich ja, weil ich mich da nicht erschrecken kann. Beste Leben. Falle einfach drauf, Mann. Wir haben eh genug Munition, oder? Oder meint ihr nicht, dass wir genug... Guck mal, liegt immer wieder neue, oder? Ich dachte schon. Okay, doch nicht. Sollten wir vielleicht doch ein bisschen sparsamer umgehen. So einzelne Schüsse in den Kopf. Ist leider auch nicht so einfach. Zack, zack. Ah, ah. Alter! Was zur Hölle passiert denn wieder mit dem Kopf? Ekelhaft. Manche mutieren auf einmal vor mir. Oh mein Gott! Ah! Ich dachte, ich kann mich nicht erschrecken! Oh mein Gott, nein! Nein, nein, nein! Was machst du da? Oh mein Gott! Wo kam der denn auf einmal her? Wo kam der denn auf einmal her? Ich werde mich so erschrocken. Nein, nein, die dürfen. Oh mein Gott, die dürfen da ja nicht rein. Stimmt! Ich muss am besten hier die ganze Zeit stehen und aufpassen. Was ist das für eine scheiß Stelle, Alter? Jawohl. Alter, was passiert hier? Ich würde an seiner Stelle sofort jetzt abhauen. Meine Nase ist so am Jucken. Ja, super. Ach, geil. Und jetzt? Zünder platzieren. Vielleicht kannst du den Pfeiler mit dem Sprengstoff umhauen. Bis zur Detonation. 30 Sekunden muss ich jetzt hier durchhalten. Okay, 20. Habe ich noch eine Granate? Oha, die sind alle weg. Oh, diese Granate hat die alle auseinandergenommen. Oh, keine Munition mehr. Ich schwör, ich habe keine Munition mehr. Nicht gut. Oh nein, nein, nein. Keine Munition mehr. Und 1-0. Weg mit dir. Alter, ganzes Haus stürzt ein. Heilige Scheiße. Oh, was eine Stelle, ey. Ja, die war echt nicht einfach. Alles okay? Nicht wirklich. Aber zumindest ist es vorbei. Ich komm zurück. Der Impfstoff wirkt. Gut. Bist du da raus? Na sicher. Was hast du denn vor? Die ganze Stadt wird bald hochgejagt. Komm schon, Mann. Sprich mit der Regierung. Sag ihm, wir haben ein Mittel. Verschaff uns Zeit. So ein Teufelskerl. Freunde,
Ich habe aber Angst, ehrlich gesagt, dass Mr. X noch lebt. Irgendwie glaube ich nicht, dass der tot ist, oder? Meint ihr, der ist tot? Das sah bei Resident Evil 2 auch so. Alle dachten, Mr. X ist tot. Am Ende kommt er nochmal wieder und dann wieder, bis man dem wirklich eine Bazooka in die Fresse gerammt hat. So, und jetzt wird der Teil kommen, wo wir Safe Jill spielen müssen. Und dann hier auch überall die ganzen Dietrich-Dinger öffnen müssen. Dietrich! Ach du Scheiße, warum ist denn jetzt alleine da? Boah, stell mal vor, so... Oh! Oh mein Gott, ich hab mich so erschrocken. Fuck! Fuck. Dein Glück, dir geht's gut. Tut mir leid. Hab gute Nachrichten. Es ist vorbei. Die Stadt ist sicher. Hä, was? Was zur Hölle, Alter? Ich träum das nur, okay. Alter! Was ist das denn hier? Schieß mich, Jill! Alter, ist das krank, ich schwör's dir. Das ist der einzige Weg! Bruder! Richtig Panik bekommen gerade, seid mal ehrlich. Ich hoffe, die anderen sind jetzt da. Was ist passiert? Ey, warum juckt meine Nase so, Mann? Das regt mich gerade richtig auf. An alle Einwohner. Der Raketenschlag gegen Raccoon City startet in wenigen Stunden. Die Sprengladung wird alle biologische Materie vernichten. Sie werden nicht überleben, wenn sie in der Stadt... 1. Oktober. Das kann nicht sein. Guck mal, das Lustige ist, Hauptsache, die hat mit dem Granatenwerfer geschlafen, Alter. Das Krankenzimmer verlassen. Was haben wir denn nochmal für Waffe mit der? Okay. Ja, sieht okay aus. Ist okay. Ist machbar. Liegt auch nochmal Munition. Ah, eine G18 haben wir jetzt. G18 ist natürlich geiler. Aber die hat noch nicht so einen Rucksack. Ich würde sagen, wir können eigentlich mal mit ihr... Wir packen mal... Was packen wir weg? Packen wir mal die Pistole hier weg und dann können wir lieber die G18 nehmen. Ich glaube, G18 ist geiler, die Waffe. Weil das ist eine vollautomatische. Müsste eigentlich. Bin mir nicht ganz sicher, aber können wir kurz testen. Ja, die schießt zack, zack, zack. So, kurz da mal nach. Dann sollten wir da jetzt auch wieder einen Platz frei haben. Perfekt, so. Freunde, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ich weiß auch nicht, warum mein Kopf so voll ist. Tut mir leid. Das Wetter heute, dieses Hin und Her, boah, das hat mich so auseinandergenommen, ey. Lasst auf jeden Fall alle schon mal einen Daumen nach oben da. Es geht weiter, weiter. Hey, Sonnenschein. Du hast mich gerettet. Einen Scheiß habe ich. Das war Carlos. Er hat dich hergetragen und selbst behandelt. Verrückter Kerl. Wo ist er? Wieder los. Bart hat Impfstoff im Keller. Hoffnungsschimmer für die Stadt. Er glaubt, er schafft das allein. Ich werde ihm nachgehen. Warte, hast du es nicht gehört? Die jagen die ganze Stadt in die Luft. Ich versuche jemanden zu erreichen, der in der Lage ist, das zu stoppen. Überlass ihm das. Er ist Profi. Ich auch. Ja, super. Jetzt geht's wieder rein. Ah. Da habe ich halt richtig Bock drauf. Jawohl, da habe ich richtig Bock drauf. Ihr auch, Leute? Ja, super. Ach, guck mal, jetzt können wir überall rein, wo wir den Dietrich haben. Den Dietrich, den Dietrich, den Dietrich. Ach du Scheiße, wo geht's denn? Oh mein Gott, jetzt geht's hier voll runter. Vielleicht müssen wir ja gar nicht hier lang. Wisst ihr, was geil wäre, wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe und alle sind wirklich tot, so wie sie vorhin tot waren? Das wäre natürlich schön. Meint ihr, es gibt hier noch Gegner? Einfach Schloss. Ey, das ist einfach Schloss, ey. Das ist einfach Schloss. Ihr meint ja noch irgendwie im Flur liegt eine Magnum? Egal, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier durch und danach können wir in den Keller gehen. Wir sammeln erstmal die Sachen hier ein. Vielleicht sind ein paar wichtige Sachen dabei. Was ist das denn? Mag-Munition? Okay. Mag, de comia, Mag. MacBook. MacBook. Look at my big MacBook. Okay. Aber wenigstens ist die Musik gerade so ein bisschen spannend und nicht so erschreckend. Ey, Digga, meine Stimme ist komplett am Arsch. Was ist mit meiner Stimme los, verdammte Scheiße? Aua, da, big cop, you can see me. Ey, voll geil, ne, dass hier einfach keine Gegner sind. Save the doctor.
dachte schon, er greift uns jetzt an. So, jetzt haben wir wieder Sprengsch. Nikolais Werk aus. Okay. Nikolai, dieser scheiß Verräter, ey. Wirklich, das ist so ein Verräter. Wir haben jetzt richtig geile Waffen. Also, ich finde, sie ist eigentlich besser dran als, als der andere, weil sie hat Flammenwerfer und so. Sie kann die Gegner einfach easy niederbrennen. Oh, ich glaube, hier waren noch einige Gegner drin, oder? Ah! Oh mein Gott, Alter. Der hat mich gerade erschrocken. Fenner Bastard, Alter. Wirklich schwer, Fenner Bastard. Hier, verreck. Bringt das was? Ja. Dieser verdammte Hund. Ich habe mich gerade so erschrocken, Alter. Oh mein Gott, hier steht auch noch einer. In deine Fresse rein, ey. Fuck, hat der mich... Der hat gerade so laut diese scheiß Türe aufgemacht. Jetzt bin ich wieder hellwach, Alter. Ich hatte gerade Kopfschmerzen, jetzt bin ich wieder hellwach. Ja, super. Die müssen wir safe mitnehmen. Das ist so wichtig. Wirklich, das ist richtig wichtig. Aber diese Magmuni... Ja, super. Was soll ich denn jetzt hier weglegen? Warte mal, vielleicht können wir... Minengranaten einfach nachladen. 6 Stück. Geht das? Ah, super. Egal. Schieß nochmal. Säuregranaten. Schieß jetzt einfach eine hier rein. Ah, bitte gib mir eine Shisha. Ah, bitte gib mir eine Shisha. Okay, ist nix. Und gleich geht's dann ab in den Keller. Digga, wie viele hier rumliegen. Das ist echt hart, ne? Egal, ich scheiß auf eine Säurengranate. Ich kann mir am Arsch lecken. Ja. Oder? Warte mal, warum ist das so komisch, Mann? Sag mir nicht, wenn ich jetzt schieße. Oh Gott, die wollte ich doch gar nicht schießen, Mann. Schieß mal die andere Scheiße jetzt. Einfach dicke Disco da. Disco Pogo. Jawohl, jetzt haben wir wieder Platz hier. Jetzt nehme ich die einfach mit. Boah, da geht gerade übelste Disco ab. Ja, super, jetzt kann ich da nicht mehr durch. Disco, Disco. Disco, Disco. Sohan. Disco, Disco. Wer kennt noch Sohan, Alter? Bester Mann. So, guck mal auf der Karte. De Komia Wata. Sollen wir echt überall nochmal hochgehen? Ich weiß es nicht so ganz. Da bin ich mir ganz unsicher, Freunde. Aber ganz unsicher. Egal. Ihr meint denn, auf dem Hof liegt eine Magnum? 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 Ah, scheiß auf die Magnum, Mann. Was will ich damit? Okay. Auf der anderen Seite meint ihr, oder wo? Boah, diese scheiß Echsen, ne? Die gehen mir so auf den Sack. Boah, wie der gerade diese Türe aufgemacht. Seid mal ehrlich, wer hat sich auch erschrocken? Schreibt es mal in die Kommentare. Tamutamur, Tamulok, Tamutamur. War oben irgendwas? Wäschekammer, da war auch ein Schloss. Und da hinten war auch noch ein Schloss. Ja, komm, wir nehmen das jetzt einfach mal mit. Komm, schmeiß noch einen runter. Er leuchtet blau. Blau ist immer auf Rill. Ich nehme lieber das hier, ohne Witz. Explosive Granaten. Ey, die ist so tough, diese Frau, ne? Verpiss dich, nicht aufstehen. Warum passiert hier denn so wenig? Aber gleich kommt wieder irgendeine Stelle, wo... Oh, das ist wieder der lange Gang. Oh, nein. Langer Gang heißt langer Schwanz. Ah, geil. Da gehe ich nicht lang. Okay. Wir haben jetzt hier drinnen noch ein einfaches Schloss. Safe kommt jetzt was. Ich guck jetzt. 1, 2 und Nummer 3. Habt ihr das gehört? Ich höre was. Ich schwör auf alles, ich hab was gehört. Ich schwör auf alles, ich hab grad was. LOL. Oh mein Gott. Okay. Ich wollte diese Granate gar nicht benutzen. Ich habe einfach eine falsche Granate genommen. Ich wollte einfach nur eine normale Pumpgun nehmen. Hat der mich gerade erschrocken, diese eine scheiß Echse da. Ey, scheiße. Ah, da lebt ja auch noch einer. Jetzt probieren wir mal die G18 aus. Boah, die Pistole ist nice. Die ist richtig nice. So, hier haben wir auch alles. Aber da drinnen ist noch nicht alles. Was ist denn hier? Hä? Ah, liegt noch eine Blendgranate. Ja, brauche ich nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott, woher kommt der denn auf einmal her? Ey, du scheiß Hund, Alter, Mann! Boah, hat der mich gerade erschrocken, Alter, scheiße!
reicht's doch aber mal langsam. Jetzt knallt da wieder eine Tür auf. Puff. Okay, können wir noch einmal... Ich versuche ein bisschen zu rennen, Freunde, weil ich hoffe mal nicht, dass hier noch irgendwas zum Erschrecken kommen wird. Der lange Gang. Langer Gang. Krankenzimmer. Au! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Keiner Bass, ey, ohne Witz. Oh nein. Alter, ey, ich habe mich gerade so erschrocken. Ey, ich habe echt keinen Bock mehr, Alter, ohne Witz. Heute ist wieder Katastrophe. Heute kamen unerwartete Jumpscares, Alter, aber richtig unerwartet. Digga, fuck. Ach, guck mal, Travis ist wieder da. Hi, Travis. Safe, da ist noch einer irgendwo. Ich scheiße auf das. Ich scheiße auf das. Wir machen so, komm. Ich nehme einmal das hier, wenn ich volles Leben habe, und nehme das einfach mit hier. Oh mein Gott. Hab ich mich gerade erschrocken. Auf einmal steht dieses Scheißding neben mir, ey. Nur weil ich hier diese scheiß Dieter-Bohlen-Dinger öffnen will, Alter. Scheiß Dietrich-Dinger. Welche Gamma. Alter. Guck mal, liegen noch diese fetten Dinger hier. So. Okay, dann haben wir alle Dinger jetzt geöffnet mit dem scheiß Dietrich. Und da war nur Müll drin. Nur Müll. Guck jetzt, bestimmt wieder auch Munition. Wow, Mag-Munition. Mag. Der Gummi, ein Mag. Ein Big Mag. Big Mag Book. Was heißt das denn hier? Handgranate? Okay, meintet ihr alle auf dem scheiß Hof soll noch irgendwas sein? Alter, was hinten da in der Luft? Meint ihr, sind hier da drin, die Echsen? Echsen? Exes? Ne, ist nichts mehr drin. Ich springe jetzt einfach hier runter, ist mir scheißegal. So, wo liegt denn hier eine Magnum? Wie kommt man denn da hin? Da scheint irgendwas zu liegen, aber da komme ich nicht hin. Wir müssen mal gucken, wie kommen wir am ehesten dahin? Ich weiß es nicht. Alter, bin ich gerade wieder am Schreien gewesen. Dieses Schreien macht immer Kopfschmerzen, wirklich. Ich scheiße auf die Mag. Oder was auch immer das sein mag, keine Ahnung. Mag, Big Mag Book. Wo bin ich denn jetzt hier? Wie komme ich denn jetzt wieder zurück aus diesem scheiß Labyrinth? Einmal the right way. Okay, wir können jetzt in den Keller, in den Partykeller. Party Uwe, Party Uwe. Okay. Ja, wir haben nicht alles gemacht, aber ich sag mal 80%. Ach, da ist das. Lol. Hier ist das. Ja, wie komme ich denn jetzt hier raus? Warte mal, geht's hier irgendwo raus oder bin ich gerade einfach blind? Da liegt das. Okay. Ja, da ist safe. Da ist irgendwas drin, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt leider nicht, wie wir da reinkommen, Freunde. Ne. Kann ich euch nicht sagen. Bestimmt von oben irgendwo runterspringen. Ah, scheiß auf die Magnum, Freunde. Wirklich, scheiß auf die Magnum. Ist überhaupt nicht schlimm. So, jetzt geht's wieder back to the roots. Und hier geht's jetzt ab in den Partykeller. Party Uwe. Party Uwe. Ich höre wieder irgendwas. Ach, du heilige Granate. Ach, du heilige Scheiße. Guck mal, wie es hier aussieht. Ach du Scheiße, Digga. Auch noch so alles so grün hier. Oh mein Gott. Schießpulver? Brauchen wir nicht. Haben wir schon. Ah, oh mein Gott. Wir können den Dietrich sogar wegschmeißen. Perfekt. So, nehmen wir mal die Schießpulver mit. Können wir eh nicht kombinieren, aber egal. So, wir spielen noch so lange weiter, bis es einmal speichert, Freunde. Okay. Hä? Wo sind wir denn hier gelandet? Was ist das denn? Das muss der Weg nach unten sein. Ey, wird safe was passieren. Das sieht mir so komisch aus hier. Da liegt noch was. Sprengstoff, kann ich es kombinieren mit Schießpulver? Schade. Okay.
Computer, Energie. Energie. Oh mein Gott, guck jetzt, von der Decke kommt jemand. Jetzt springt hier safe was runter. Safe. Alter, was ist das für eine riesen Einrichtung hier, ne? Warum hat der Idiot nicht gewartet, dass wir einfach zusammen runtergehen? Wieso hat keiner vom Krankenhaus das alles je bemerkt? Oh, er speichert, Alter, er speichert. Er speichert, Freunde. Aber egal, komm, ich will noch einmal, ich zock noch kurz ein, zwei Minuten weiter. Interessiert einen voll. Guck mal, es geht noch weiter runter. Alter Schwede. Das ist gerade voll interessant. Man will wissen, was hier passiert ist. Was zur Hölle? Jetzt gehe ich hier rein und jetzt fährt mich die Scheiße nochmal hoch. Boah, richtig schlau, Alter, richtig schlau. Unten können doch gar keine Gegner sein, oder? Rein theoretisch. Jawohl, guck mal, ey. Siehst du, das ist meine Belohnung dafür, dass ich weitergespielt habe. Es kam ein Safe Room und da speichern wir natürlich auch safe, safe ab, Leute. Lasst allen Daumen nach oben da bei der Folge hier. Wir sehen uns morgen bei der nächsten wieder, ey. Mama mia, Alter. Dann würde ich sagen, boah, ich habe mich zweimal richtig hart erschrocken, Leute, ey. Später gibt es einen Livestream auf Twitch, kommt vorbei. Ich verabschiede mich, Leute. Haut rein und ciao.